Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Daily Shop Video hier auf diesem Kanal, sofort und gleich. Und ja Leute, heute sind wir wieder im Shop von heute, vom 28.8. So, wir fangen wie immer an mit der linken Seite. Herr Gleich hat nebenbei auch den Shop offen. Und zwar fangen wir an mit dem Chomp SR Skin. Es ist genau, Leute, ich bin kein Fan von Rex, von diesen Triceratops und auch nicht von dem. Oh, also ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich prickelnd, muss ich sagen. Das Einzige, was an dem gut ist, ist der Rucksack. Und dafür kommen was? Gerade das finde ich schrottig. Was? Das ist gut. Diese Haifischflosse. Ja, die ist geil. Das ist Käse. Egal. Sorry, aber... Aber weiter. Guck, cool, der hat sogar noch Flossen hinten an der Wade. Siehst du das? Muss... Hinten an der Wade. Ja, musst du mal, geh nochmal zurück. Ja. Geh nochmal zurück. Der hat sogar hinten an der Wade noch Flossen. Ja, Haifischflossen. Na gut, okay. Dann machen wir weiter mit einer meiner Lieblingspicken, und zwar Chomp Junior. So cool, diese Picke. Die sieht interessant aus. Sieht das ist nice. Eine Harpune, die eben einen kleinen Haifisch, soll das ein Haifisch sein? Ja, das ist ein Haifisch. Ziemlich nice, die Picke. Ja. Ja. Durchbohrt hat. Ja, ist eigentlich ganz cool. Dann kommen wir zu mit einem der coolsten Gleiter. Das Ding ist mega geil. Ich finde dieses Ding mega geil. Das ist eigentlich schon der geilste Gleiter, weil der Drachengleiter finde ich jetzt nicht so geil wie der. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, wie einer vor mir geflogen ist mit dem Ding, habe ich gedacht, what the fuck, was ist das denn? Das ein Ding ist echt Gleiter. Extrem cool, ja. Gefällt mir auch sehr gut, ja. Dann, aber für 15 Euro? Ja. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Set, und zwar dem Overseer-Set. Und zwar dem Fate-Skin. Dazu will ich keinen Kommentar abgeben, weil ich den Skin überhaupt nicht mag. Ah, ich finde ihn nicht schlecht. Also er ist jetzt nicht der Burner, aber er ist für 20 ganz, Euro. Ja, für 20 Euro würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt holen, aber gut. Dann ja. Holen, dann haben wir den Faded Frame. Die Picke sieht, ja... Ja. Ja, es ist auch eigentlich ganz okay. Das ist ein ziemlich cooler Gleiter für 1200 V-Bucks. Den finde ich einfach extrem nice. Also der Gleiter auch ist einer meiner Top. Also ich finde, das ist auch einer der besten Gleiter, die es gibt. Ja, ja, der Gleiter ist nicht schlecht. Ja. Dann kommen wir nun auf die rechte Seite, und zwar den Freshie Mode. Geil! Also, ja. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Prinz von Bel-Air. Danach ist dieser Emote auch benannt worden, wie er damals. Also er hat das ja damals so eingeführt. Zwar, als ich das erste Mal gesehen habe, was geht denn mit dem ab? Ja, es war mega witzig gewesen. Naja, gut. Gehen wir mal weiter in den nächsten Gleiter. Ihr kennt genau meine Meinung dazu. Zu sowas. Ja. Also da enthalte ich mich jetzt auch mal ganz... Nun kommen wir zu einem Highlight von heute. Immer die Highlights, die neuen Skins. Ein Skin, also für 800 V-Bucks ist der echt nice. Ja, ich sag mal so. Also das ist halt wirklich ein klassischer Skin für Leute, die gerne in diese Wüstenlandschaft gehen. Da passt er halt wirklich mega rein. Also... Für Leute, die gerne in der Wüstenlandschaft kämpfen und dort abspringen, macht das Ding auf jeden Fall Sinn. Oh Gott. Mein Fortnite. So. Okay, weiter geht's. Mit der Spectral Axe. Die habe ich damals, wollte ich die sogar holen. Weil damals war das mit einer der coolsten Picken. Aber heutzutage ist das echt kein nice Picken. Ja, finde ich auch nicht. Aber die sah damals ziemlich cool aus. So, naja. Dann machen wir weiter mit dem Twisty Mode. Den liebe ich. Leute, habe ich mir vom ersten Account gekauft. Die sind gerade auf dem zweiten Account, aber den habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Ja. Ziemlich nice Emote. Den liebe ich also alleine schon für Leute, die gerne Pulp Fiction mögen. Ja. Mit John Travolta, wie er da stand und hat dann auch seinen Twist gemacht, dafür war er ja mega bekannt. Da gibt es diese legendäre Szene aus Pulp Fiction und alleine deshalb musste ich mir diesen Emote aufholen. Er hat sogar seinen Salto dafür verkauft. Ja, definitiv der Twist geiler als der Salto, fand ich. Dann kommen wir zu dem letzten
Skin und Highlight, dem Scorpion. Findest du das ein Highlight? Das ist immer ein Highlight der neuen Skins. Ich finde die neuen Skins meistens immer Highlights. Aber das ist. Das sieht nicht gut aus. Highlight ist es aber trotzdem. Also, wenn man die so ein bisschen dreht, erkennt man, dass sie eigentlich dunkle Haare hat, die sie da an der Seite hat ein bisschen scheren lassen. Oben blondiert, wasserstoffblondierte ja, Wüstentante. Ja, toll. Ja. Was hat die eigentlich am Arm? Das eine ist ein Band und was, hä? Da hat die irgendwie... Das da. Ja, dieses Teil da. Heile. Sender. Ist das ein Sender? Ja. Hat das der Armadillo auch? Ja. Der hat auch das Ding. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, ist ein also, Sender. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like davon. Bis dahin rein und... Ciao.